Hallo. Ja, ich sitze jetzt hier in meinem Hotelzimmer in Innsbruck. Ich musste heute Morgen ja anreisen wegen einem Covid-Test. Entschuldigung, ich habe eine Allergie, deswegen muss ich vielleicht niesen. Und ich muss echt sagen, also die letzten Tage kann ich persönlich total knicken. Ich habe eigentlich nur schlechte Nachrichten bekommen. Meine Perle aus Vancouver liegt in der Intensivstation, hat einen Fahrradunfall gehabt, 12-jährigen Sohn, wir können nur beten für sie. Dann unser wunderbarer früherer Techniker Gerd, habe ich erfahren, ist gestorben, viel zu früh. Und diesen Mann möchte ich gerne noch einmal um die Welt gehen lassen. So ein herzensguter Mensch, der so viel in seinem Leben erlebt hat und der in jungen Jahren, er war Sportlehrer, einen ganz schauderhaften Unfall hatte, ein Auge verloren und hier ein Teil des Kiefers fehlte. Und dann hatte er auch einen Trümmerbruch des Beckens, deswegen hatte er eben Hüftprothesen und war ganz schlimm und konnte seinen Beruf natürlich nicht mehr ausüben. Und dann haben wir einen Techniker gesucht damals, als meine Mutter das Ensemble gründete, also unsere Theatertruppe. Und dann kam er und ich habe ihn ja auch in meinem Buch erwähnt. Und er war unsere Säule, ich muss das echt sagen. Und das hat er wirklich sehr viele Jahre, ist er Tourneen mit uns gefahren. Und dann hat meine Mutter eines Tages gesagt, deine Talente sind einfach Perlen vor die Säue, bitte mach eine zweite Ausbildung. Und das hat er dann auch wirklich gemacht, er hat sich hingesetzt, hat fleißig gelernt und ist dann Ingenieur geworden und ein sehr erfolgreicher. Und dann später hat er sogar die Liebe seines Lebens kennengelernt, die Dani. Und er war ein unglaublich toller Mensch. Also er hat für Afrika gesammelt und hat dort für die Krankenhäuser Röntgengeräte besorgt. Ein herzensguter Mensch. Durch sein eines Auge, er hätte gar nicht Tourneen fahren dürfen, eigentlich kam natürlich manchmal, unser Laster sah nicht mehr so nett aus. Wir haben das aber so hingenommen. Ja, Gerd, wir werden dich alle sehr vermissen. Und dann habe ich heute Morgen auch noch eine schreckliche Nachricht bekommen, dass sich jemand aus unserem nächsten Umfeld umgebracht hat, der auch nicht mehr weiter wusste. Ja, es reicht. 2020 würde ich gerne knicken. Aber Vorteil ist, wir dürfen wieder arbeiten. Unsere Branche war ja als letztes dran. Nur die Prostituierten, glaube ich, die dürfen nicht mehr oder noch nicht. Aber wir dürfen wieder arbeiten, deswegen sitze ich jetzt auch hier in Innsbruck in meinem Hotelzimmer, nachdem ich ja meinen Corona-Test wieder machen musste. Also ja, ich kann euch mal meinen Blick zeigen aus meinem Zimmer. Ansonsten guckt mal hier, das ist so meine Ration. Nicht genau hingucken, aber viel Obst dabei. Weil ich möchte hier, schaut mal, das ist mein Blick aus meinem Fenster. Immerhin. Baut wieder auf. So. Jetzt muss ich lernen. Hier sind meine Texte. Also, lasst uns dieses Jahr 2020 einfach in die Tonne treten. Mir reicht's. Tschüss.